So Leute, hallo und willkommen zurück zu Portal 2. In der letzten Episode haben wir die Portal-Kanone geholt, können jetzt blaue Portale schießen und wurden gewarnt, dass Meteoriten auf uns fallen werden. Vielleicht. Möglicherweise. Warte. Wir werden toll. Wo ist der denn hier lang? So, wow. Was krabbelt denn hier so rum? Was sollen wir denn hier machen? Was passiert denn da überhaupt? Ach so, ein Würfel. Ab. So, dich nehmen wir. Legen dich hier drauf. Und schon haben wir diese wunderschöne Treppe erstellt. Aber uns fehlt immer noch ein Würfel. Was machen wir denn? Pop. Und vielleicht war es zu schnell, vielleicht habt ihr es nicht gesehen. Da oben ist ein Würfel runtergefallen, durchs Portal hindurch. Wir haben diese Wand aktiviert. Der Würfel ist hier rüber geflogen und wurde vor der Wand aufgehalten. Yo. Und somit können wir die Tür öffnen. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Wandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Das ist gut zu wissen! Aperture Science, das ist wunderschön. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Gott? Gott? Wo bist du, Gott? Gott will uns anscheinend auch nicht helfen. Naja. Ui. Okay. Ich sehe schon. Wir müssen irgendwie von da nach da kommen. Tja. Physik ist dein Freund. Manchmal. Außer natürlich, man fällt so stark, dass manchmal das hinbekommt. Physik ist dein Freund. Hui! Und jetzt du. So, jetzt holen wir uns den Würfel hier wieder. Da. Und springen mit ihm gemeinsam. Durch das Portal, sobald ich es aktiviert habe. Durch das nun erschienene Portal. Hui! Komm schon. Sollten Sie keine unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. In der Zukunft herrscht eigentlich kein Dilemma weiter und drei. Warte mal, das war in der Steinzeit. Ups. Ja. SpongeBob for a win. Wir machen jetzt einfach nochmal das gleiche. Springen darüber und holen uns erstmal diesen wunderschönen Würfel. Hui. Ah. So, als nächstes. Muss ich mal gucken. Aha. Was gibt's denn da oben? Gar nichts. Okay. Nein! Wir machen jetzt einfach da oben ein Portal hin. Und springen wieder da rein. Uihu. Was ist denn nun hier? Natürlich. Man kann die ganze Zeit versuchen, diese Glasscheibe einzuschlagen. Oder man macht einfach das hier. Tada! Ja. Nochmal. Hopp! Nein, wir haben es nicht geschafft.
Mehr an Schwung. Nein. Fuck. Ah. Mit mehr an zu dämlich zum Scheißen. Komm schon. Ich muss es schaffen. Jawohl. Hopp. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Sie sind der primitive Stamm, woher ich stamme. Deswegen, tja, ich bin qualifiziert genug, um diese Tests zu machen. Und ich da aber noch Scheiße zu machen, wird das rausgeschnitten. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Ich habe eine Frage. Wie viel verdient man denn hier eigentlich? Leckt mich doch. Hey, guck um. Ich bin hier oben. Hi. Hey, super. Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Oh ja. Das ist meistens so. Gut gemacht. Mhm. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay. Hallo. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Oh nein. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Ach, bereit? Ja. Eins. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Ich hab Angst. Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mich auf. Au. Ich. Bist du ach? Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Neues Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Tja, Pech. Tschüss. Bist du noch da? Könntest du mich vielleicht aufheben, wenn du noch da bist? Ich könnte dich natürlich aufheben. Aber ich könnte dich auch einfach hier liegen lassen und. Hallo? Kannst du mich bitte aufheben? Dich weiter labern lassen. Bist du noch da? Könntest du. Naja, komm. Besten Dank. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Oh. Plopp. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Ah. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Naja. Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür. Ich aufgemacht, als du dich hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Beeindruckend. Ach, natürlich, da war ja was vergessen. Kannst du mich hochheben? Würdest du mich hochheben? Ja, komm. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, ja, wie wir wollen. Also, wir sind nämlich keine Züge. Lass mich mal die Lage checken. Ja. Am besten wir folgen der Schiene. Du bist echt ein Spack. Oh nein. Oh nee. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Hi. Ja, hallo. Ja, das ist mir wohl bekannt. Denn du hast keine Arme. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Dann fang an. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Wer ist denn ihre? Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Oh, von wem redest du denn? Irgendwie habe ich Angst zu... Ich will raus! Mist. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt.
Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Wer sich... Dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, und es ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer das ist... Dieser Roboter heißt GLaDOS. Es ist ein weiblicher Roboter und er ist... Sie ist. Ziemlich lustig. Ihr werdet im Spiel noch erfahren, warum ich so ein bisschen gezögert habe. Jedenfalls, wo müssen wir denn dir durch? Hä? Oh. Okay, die Treppe runter. Ja. Spring! Ja! Ich werde immer noch festgehalten, das ist super. Du hast kräftig zugepackt, uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ja, finde ich auch. Ich habe ja zwar jetzt beide Beine gebrochen. Aber sonst... Ah, entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Schon wieder runtergesehen. Nicht schlecht. Ja. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Lampen. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Kurz mal aufhören zu labern. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Ja, komm. Leg los. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Ist echt ein schlaues Kerlchen. Mal, es dreht sich, seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Warum hast du das? Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Nein, was machst du da, du Spack? Was machst du da? Hör auf. Oh. Power up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Lass mich raus. Es gibt ein Passwort. Hilfe. Kein Problem. Wollen mal sehen. Mach etwas. Mach etwas. Oh fuck. Komm. Nein, gut. Oh. Nein, geh weg. Hatte ich B schon? Mach etwas. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo. Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich habe zwar einen kleinen Hirnschaden, aber sonst läuft's. Ich bin beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Was? Ach, das war ich? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ja. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster. Ich hab dich auch vermisst. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Ja, klar. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Naja, eigentlich schon, man braucht nur einen Vollidioten. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Nein! Wie tief geht denn das? Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Okay. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Ja, das waren noch Zeiten. Oder Vitali. Da ist sie. Warte. Da. Danke. Gut, du hast das Doppelportalgerät
Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, komm, du bist doch Gott. Mach es. Okay. Da mache ich es eben. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Jawohl. Los geht's, fang du an. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Keine Ahnung. Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Ja, natürlich. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es das ist finde schön, ich gut. Das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig. Nur noch? Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Ja. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Also das finde ich echt ein richtig tolles Hobby gerade. Das hast du dir was Schönes ausgesucht. Mhm. Vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Kein Problem. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Super. Ja, Leute, bevor wir den Test mit den vielen tödlichen Lasern